Hallo und jetzt kommt zu einer weiteren Folge auf dem weiteren Forstprojekt. Oder zu einer weiteren Folge Forst auf der Map Pacific Interlogging Map. Ich glaube, so heißt die. Wir waren hier stehen geblieben. Wo habe ich das aus? So. Irgendwie greift in der letzten Zeit die Baumstämme nicht mehr so. So. Lösen wir die Baumstämme wieder und dann nehmen wir so. Oh, ich bin ein bisschen leise, hab ich gemerkt. Ich glaube, es geht. Ich könnte sonst hier noch ein bisschen Spiel generell ein bisschen leiser machen. So. Könnte noch ein paar Bäume fällen. Einmal. Zweimal. So. Ja, so. Gut. Ein Stückchen sägen, das wäre von Vorteil. So.
4. Da komme ich recht hoch. Eigentlich so. So. Ach, das wird wieder Geld geben. Ich lasse den jetzt einfach mal dort liegen. So. Lass jetzt das einfach mal verkaufen. Ich gehe das jetzt verkaufen. So. Schon heftig mit 70 Kammer. Wow. Haben wir hier noch die Befestigungen hier ab. So. Dann rein hier mit. 23, ja, etwas. So. Wow! Ich dachte eigentlich, dass es nie mehr passieren wird, aber ich glaube, das ist so ein... Kann ich mal einsteigen? Jetzt bin ich hin. Jetzt ist es vielleicht noch. Och Mann, ich mach das jetzt hier. Ein bisschen zu hart die Kurve. Muss ich zurücksetzen. Bist du
Wetterbericht wurde tragisch, weil sowieso hin zurückgesetzt wurde. Naja, ein bisschen zu streng die Kurve genommen. So. Jetzt ging's. Ja, das war knapp daneben. So, man kann hier noch fällen eigentlich. Obwohl ich hier reingehen will. Möchte ich auch mal schnell was schauen, denn ich weiß, dass dieser Heizomat Schrott ist eigentlich, also ich finde ihn nicht gut, aber weil wir wirklich wenig Geld verdienen und bis 64.000 schon sehr lange arbeiten müssen, würde ich sagen, nehmen wir trotzdem den Heizomat aus Häcksler. Das Problem ist, man sieht hier unten, ja, sehr dicke Stämme können nicht verarbeitet werden. Ist die Frage. So richtig dicke Bäume gibt es ja eigentlich schon nicht. Obwohl ich nicht auf das richtige Risiko eingehen möchte. Oder man spare halt auf einen T-Runner. Der ist schon günstig. Das Problem ist, dass schlussendlich der T-Runner wo wir ihn auch immer haben, wirklich teuer ist. Also das Gerät hinten. Das ist halt richtig teuer. Hier, der ITR. 55.000. Das ist schon teuer. Oder man nehme
den Acroliner. Ah, müssen wir mal schauen. So. Da müssen wir mal schauen. So. Gut. Aber da sind wir auch schon wieder fertig mit dieser Folge. Wenn es euch gefallen hat mit dieser Folge, LS17 Forst, dann lasst einen Daumen nach oben da. Schreibt mir jetzt einen Kommentar, aber nicht vergessen, bis bald. Tschüss.